So, willkommen zurück zu der wahrscheinlich erstmal letzten Folge dieser Aufnahmesession von Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir vieles entdeckt und einen Bären getötet. Wenn sie den nahegelegene Eingang. Was ist denn hier der nahegelegene Eingang? Da unten nicht, ne? War hier unten, das ist. Nein, hier ist nicht der Eingang zu dem optionalen Grab. Das will ich natürlich auch finden. Und ihr bestimmt auch. Vielleicht finden wir ja den Eingang. Ich hoffe mal, da ist nicht so schwer zu sehen. Wow, ich glaube, wenn wir hier runterfallen, dann war es das wohl. Mit Schwung sollen wir das schaffen. Wow. So weit, so gut. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Vor allem, dass die da hält. Krass. Wow, Kamera. Dann machen wir mal hier hoch. Oder vielleicht auch hier hoch. Was gibt's denn da unten? Außer den Tod. Das ist mongolisch. Aber sie sind erstmal nichts zu holen. Lösen Sie antike Rätsel, um besonders wertvolle Belohnung zu verdienen. Ein Herausforderungsgrab. Mensch. Was gibt's denn hier alles? Wow, Geronimo. Das sind überall diese komischen hässlichen Symbole. Was ist denn jetzt das richtige Grab? Optionales Herausforderungsgrab. Na, das nehmen wir doch gern. Und wow. Wow. Wie verdammt hoch. Ich will gar nicht runterschauen. Was ist das denn? Okay. Eine neue Schriftrolle und Pilze. Ist hier noch was? Ja, gibt es. Fast übersehen. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Okay. Nur ein Nickerchen. Na, ich weiß ja nicht. Der pennt doch bestimmt noch viel weiter. Wo sollen wir denn hier hin? Da hoch. Okay, mal schauen, wo wir jetzt hier lang können. Hier hoch möchtest du nicht. Warum möchtest du denn? Nicht da hoch. Lara, was machst du denn? Und was mache ich? Wo sollen wir denn hin? Oh, kann ich was runterschießen? Warum sollen wir denn hier hoch, wenn es hier nichts gibt? Also hier hoch geht nicht. Ich möchte sie nicht.
Und es daran hängen, wird wohl auch nicht funktionieren, ne? Nein, das geht auf jeden Fall nicht. Mensch, Rätseltime. Wie kommen wir hier hoch? Wir können natürlich auch noch hier hoch, aber was bringt uns das? Ganz vorsichtig. Ist davon noch was zu holen? Diese Wand da, irgendwas hat die schon. Wow. Ja, geschafft. Okay, jetzt können wir da hochklettern. Ich dachte schon, hä, warum ging das nicht? Nein, hör hoch, sollst du, was machst du denn, Clever? Mein Gott. Wollte nur mal gucken, ob man da auch hin kann. Denn wenn wir schon abgestürzt sind, dann können wir auch richtig abstürzen. Schade, ich dachte, man kann da auch noch hoch. Aber da ist natürlich keine Bemalung drauf. Das hätte ich natürlich wissen müssen. So, jetzt aber. Das machen wir alles richtig. Und dieses Mal springt sie hoffentlich auch richtig. Ah, schon besser. Ah, okay. Was auch immer das jetzt bringt. Müssen wir uns jetzt etwa ereilen? Nein, was machst du denn? Hört sie automatisch auf? Ich drücke dann nochmal E. Ich glaube, sie hört automatisch auf. Ja. Wir müssen uns wohl beeilen, schätze ich. Es war irgendwie... zu langsam waren wir. Danke, Spiel, dass es hier einen Safe Point gibt. Für alle die, die es halt nicht hinbekommen. So. Los, Lever. Und springen. Was? Warum hält sie sich denn jetzt nicht fest? Hä? Was war denn das? Wir waren doch dran. Das habt ihr doch auch gesehen. Hab ich das nur jetzt gesehen? Wir schaffen das jetzt. Also wirklich. Das muss doch mal gehen. So, jetzt aber. Ja, geht doch. Und besser. Mal sehen, was da oben ist. Doch, wie kommen wir da hoch? Probier es mal über diesen Weg hier. So. So kann man natürlich auch hochkommen. So. Jetzt hier ran. Wow. So. Ist ja irgendwas Besonderes? Nö. Nein, hier gibt es nichts Besonderes. Oh, was ist das? Gold?
Aha, also Münzen. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Wow, das ist verdammt nochmal viel Gold und alles Mögliche. Und Waffen und wow. Das ist doch mal ein Grabmal. Man sieht gar nicht, was man mitnehmen kann. Hier ist natürlich noch so eine Rolle. Nein, hier. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Das gibt wohl eine Meuterei. Vom Kapitän. Yay, neue Dokument. Da hinten. Oh Gott. Ja, die Folge ist eigentlich vorbei, aber das plündern wir natürlich noch. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Cool. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell linke Maustaste drücken und loslassen. Yay, Grab abgeschlossen. Sehr schön. Wuhu. Da freut sich Lava. Wir speichern mal. 9%, yay. Wir haben echt schon viel erlebt. Können wir hier ein bisschen schneller runter? Ja, das überlebt sie schon. Ja, toll. Das überlebt sie nicht. Also das schafft sie nicht. Ja, okay, ich war ein bisschen zu voreilig, ich weiß. Jetzt aber. Schon besser. Schnell hier weg, bevor er noch irgendwas einstürzt. So, wo geht's hier lang? Und da sehe ich ja auch nichts. So. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Hm, das stimmt. Die sieht echt... Wow. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Okay. Sieht schon also irgendwie sehr religiös aus, ne? Können wir nicht hoch. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dieser Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüppidü und haut rein.